Ja, und da sind wir wieder am T4, denn es gibt noch ein paar Kleinigkeiten zu erledigen. Ist doch noch nicht vorbei. Wie ich schon sagte, das wird noch was. Er war so zur Durchsicht, oder Vorabcheck, beziehungsweise zur Hauptuntersuchung. Und da ist ihm aufgefallen, Feder hinten links gebrochen, bedeutet beide Federn hinten neu. Dann hat er ein Loch im Unterboden, das muss geschweißt werden, das müssen wir uns gerade mal angucken. Ich habe es nämlich noch gar nicht gesehen. Ich weiß gar nicht wo. Ich habe den... Irgendwo ist auf jeden Fall ein Loch. Und das kann ich ja. Ach, hier hat er, glaube ich, mit Schraubendreher reingestochen. Kann das sein? Weiß ich nicht. Ne, kann ich so nicht sehen. Also, das muss ich mir schon wirklich auf einer Bühne oder bei mir auf der Grube anschauen. Aber jetzt erstmal wollte ich die Feder hinmachen. Ja, und natürlich, ich weiß nicht, was ich gemacht habe, was schief gelaufen ist. Vorne links, da wo ich die Spurstange gemacht habe mit Manschette, ist ein Loch in der Manschette. Ja, tolle Sache. Also. Spurstange wieder ab, die Manschette mache ich mir neu. Aber ich würde sagen, wir legen uns erstmal hinten hin und wir legen uns hier drunter und machen mal die fangen mit der gebrochenen Feder zusammen. Und schauen wir uns das Geschehen erstmal an. Nee. Ach, Vorgehensweise, ey. Ja. Dämpfer abschrauben. Den Dämpfer abschrauben, damit wir das Auto hochlassen können, damit die Feder sich entlastet. Dann, wenn er in der Luft ist, schrauben wir das Rad ab. So, wieder Planänderung. Ich komme an die Schraube kaum dran. So, übrigens, die Schrauben habe ich vorgelöst, weil der hat es nicht geschafft, die Räder, die Schrauben abzumachen. Wow, ist die Ankerplatte vergammelt. So, und hier sehen wir den Bruch. Dort ist die Feder nämlich gebrochen. Muss somit neu gemacht werden. Um den Dämpfer abzubekommen, ohne dass das der komplette Lenker so ruckartig runterfällt, mache ich mir einfach so Holzstücke drunter und lasse das Auto jetzt runter, damit er sich da drauf abstützen kann. Und dann löse ich hier die Stoßdämpferschraube. So, hier haben wir eine 16er. Schraube ist raus und das Auto kann jetzt hochgelassen werden. Dann koppelt sich der Dämpfer raus. So, das ist gerade von unten runtergefallen. Das ist so einfach der Gummipuffer und der Dämpfer, der kann hier quasi, man könnte ihn jetzt hier so hochziehen und der ist vom Querlenker getrennt. Somit kann der Lenker überdehnt werden bzw. nach unten gelassen werden, so dass wir dass die Feder sich dann entspannt. Ja, wollen wir hoffen, dass die Feder hier jetzt auch gut rauskommt. Das sitzt hier noch ein bisschen drauf. So, Feder ist lose. Den Lenker, den kann man ein bisschen runterdrücken von Hand. Und Feder ist raus. Dann haben wir hier so einen Gummiring. Ja, und machen die mal neu. Neue Feder und bei der Feder war so ein Gummiteller mit dabei. Ich gehe ganz einfach davon aus, dass dieser Gummiteller hier unten drauf kommt. Ich bin mir nicht sicher. Aber ob der wirklich auf der Achse sitzen soll, hier ist nämlich auch kein Gummiteller drauf. Na, das ist ja. Meint ihr, da muss ein Gummi drunter? Also, ich habe mich gerade schlau gemacht, ein paar Fotos im Internet von anderen Leuten gesehen, die sowas machen und die haben wirklich hier unten einen Gummiteller und haben auch oben einen Gummiteller. Und dieser
kommt hier drauf. Man könnte den auch so ein bisschen ausklopfen, ne? Einbaurichtung der Feder selbst, hätte ich gesagt, leserlich, die Schrift leserlich einbauen und einmal rein in die Führung passend rein. Den Dämpfer müssen wir gucken, dass wir den wieder angesetzt kriegen. Dafür schmeißen wir hier wieder die Holzklötze irgendwie drunter. So, ist abgelassen und wir können das Schräubchen wieder ansetzen und machen dies wieder fest. Fahren, ein bisschen einfedern und dann geht es wieder. Also jetzt gerade sieht er noch mächtig hoch aus, aber ich denke, das ändert sich, sobald wir ein paar Meter gefahren sind. Auf der anderen Seite. Ja, auch recht hoch. Also die Feder sah ja kürzer aus, war aber wesentlich dicker, oder? War etwas dicker, ich weiß nicht, ich habe es nach der Fahrgestellnummer rausgesucht, extra nach der richtigen Feder geguckt, damit die für dieses Fahrzeug passt, nach der Ausstattung, da gibt es ja wieder 17 verschiedene Federn und ich habe geguckt, dass ich die richtige Feder kriege. Naja, wie auch immer. Okay, also ich muss jetzt gerade kurz weg und hätte gesagt, wir sehen uns gleich und da machen wir dann die Manschette vorne und gucken, was uns noch einfällt. Aber erstmal die Manschette und ja, dann sind wir weiter. So, sind ein paar Tage vergangen. Wir sind wieder dran. Federn sind eingebaut und ich bin an der Lenkmanschette dran. Und da sagt der Prüfer, ich habe da ein Loch reingemacht. Und das Loch schauen wir uns gerade mal an. Ja, und so sieht das Loch in der Lenkmanschette aus. Nicht schlecht, oder? Wie zum Teufel habe ich da ein Loch reingemacht, dass die jetzt hier, ich weiß nicht, also keine 1000 Kilometer mit der Manschette gemacht, dass er jetzt so aussieht. Das gibt es ja gar nicht. Warum sieht die so aus? Ich meine auch, dass ich letztens auch die originale Manschette reingemacht habe. Also ich glaube sogar, es war damals gar keine neue mit dabei. Somit, ja, okay. So, deshalb sieht die auch so porös aus und ich sehe gerade, das ist noch die originale. Naja, wenn man es nicht mitmacht, dann muss man halt zweimal dran. Auf jeden Fall muss sie jetzt nochmal raus. Also auf jeden Fall muss erstmal die Manschette ab. Die ist echt hinüber. Der Kabelbinder, der muss da raus. Sonst geht das gar nicht. Kabelbinder ab und jetzt kann der Rest der Manschette ab. Und Spulstangkopf müssen wir abschrauben und dann kriegen wir sie raus. Ja, Kontermutter habe ich gerade schon gelöst, Spulstangkopf abgemacht. Zum Glück ist die Spulstange neu, dann kann man das schön locker abdrehen. Schön, dass er hier so eine große Öffnung hat, da brauchen wir die Mutter nicht komplett rausdrehen, dann bleibt die Achseinstellung so wie sie war und wir machen nichts kaputt. Ich habe das Lenkrad mal nach links gedreht, damit ich einen kürzeren Weg habe und Manschette kann drauf bis nach hinten hin, so hinten ansetzen und gleich mit dem Kabelbinder anziehen. So, Manschette ist drauf, Kabelbinder ist hinten drauf, Spurstangkopf kann aufgedreht werden und ich habe jetzt und mir ist auch gerade aufgefallen oder eingefallen,
wie das dazu gekommen ist, dass die Manschette nämlich kaputt war. Das ist ganz einfach. Als ich damals die Spurstangenkopf und alles neu gemacht habe, musste ja die Manschette ab. Die habe ich abgezogen, war alles gut. Und dann musste ich aber die Spur einstellen. Also zumindest, dass er gerade ist halbwegs. Und als ich die an der Spurstange gedreht habe, ist das hier drauf nicht gerutscht. Die Manschette hat sich verdreht. Und wahrscheinlich ist die Manschette dadurch auch kaputt gegangen. Das war mit hoher, hundertprozentiger Sicherheit der Grund dafür. Denn so ein Schaden hatte ich bis jetzt noch nicht gesehen. Also das wäre jetzt ungewöhnlich, dass eine Manschette so bündig abreißt. Kann nur dadurch gekommen sein. Ich wette, ich habe die bei der Montage beschädigt. Stimmt also tatsächlich. Deshalb, nächstes Mal Leute, bei so einem Auto Spur einstellen, da reicht es auch nicht, wenn man die neu macht, sondern die muss wirklich ab sein, Spur einstellen und danach kann man erst die Manschette drauf machen oder gucken, dass man die hier irgendwie lose kriegt. Aber die Spurstange kannst du nicht drehen, ohne die Manschette zu verdrehen. Das geht nicht. Ja, das für euch zur Info. So, ich setze den Kopf an, dann können wir... Ich setze den Kopf an, dann konter ich die Mutter hier, Spur einstellen brauche ich nicht. Und das wäre es dann erstmal hier an dieser Seite vorne links. Federn hinten sind neu. Spurstange ist, Spurstange. Manschetten, Lenkgetriebe, Manschette für die Spurstange ist ersetzt und sieht soweit ganz gut aus. So, als nächstes und allerletztes bleibt nur noch, dass wir den irgendein Loch unterm Auto zumachen müssen. Kann ich aber nicht hier machen. Dafür muss ich bei mir in die Grube oder auf eine Bühne. Bühne habe ich nicht, also bei mir auf die Grube. Und da können wir dann das Loch schweißen. Ob es dazu jetzt noch kommen wird, vor allem vor den Sommerferien, das weiß ich gar nicht, ey. Das ist jetzt schon so knapp. Naja, auf jeden Fall, euch interessiert bestimmt die Federn hinten, die ich eingebaut habe. Die waren ein bisschen von der Konstruktion her anders. Das zeige ich euch mal gerade, wie es eigentlich aussieht. Also ich habe auch gar nicht gezeigt, wie tief er vorher war oder wie hoch. Jetzt habe ich ihn zwar gerade aufgebockt gehabt, steht also ein bisschen höher, aber nicht wirklich viel höher, als wenn er jetzt gerade gefahren wird. Er ist nämlich vorhin, ist er schon mit dem Auto gefahren und es sah recht gut aus. Der Anspruch war ja, mach mir keine zu weichen, keine zu kurzen Federn rein. Nicht, dass die Karre nämlich runter geht, wenn er den voll belädt. Und warum hat er mir das gesagt? Ist ja ganz klar, weil er die Karre auch voll beladen will. So, voll Baumaterial. Also ich wette, hier sind, weiß nicht, 200-300 Kilo im Kofferraum. Und steht schon hoch. Naja, das wollte ich einfach nur mal dazu sagen. So Leute, falls es nicht mehr zum Schweißen kommt, ich weiß es nicht, sage ich an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst. Tschüss, euer Schrauber.